Test, Test. Okay. Aber schnell jetzt. Wo fangen wir an? Gehen wir aus Oli? Ja. Da kommt einfach deine musikalische Ader durch, ne? Nee, Ritter der Kokosnuss. Ach so. Hab ich noch nie geguckt. Was? Nee. Hast du noch nie Monty Python geguckt? Monty Python. Monty Python? Also du bist nicht bewusst, sag ich mal, ne? Nicht bewusst. Hallo Leute, heute mache ich so, wie auf Kirmes. Ja, machen wir hier draußen, ne? Wie auf Kirmes, ein Interview. Wenn ihr so ein Video haben wollt, dass ihr ja mal hier durch unsere City geht, ne? Was sagst du zu Posex? Posex, ne? Nenn mir 16 Bundesländer. Ja, Italien. So. Machen wir schnell am Markt, ne? So ein Vlog. Ja. So, uns hauen so alle auf die Schlüssel. Ja. Dir? Ja, kann sein. So, hallo, guten Tag. Überraschungspaket, ne? Überraschungspaket. Wir haben heute ein Paket ganz überraschend bekommen. Und diese Situation nutzen wir jetzt aus, um direkt aufzunehmen. Falls ihr die Marke nicht mehr kennen solltet, ist es ein Liebe zu dem. Aber wir haben hier was von Gamers Only bekommen. Und was das ist, seht ihr nach dem tollen famosen Intro. Juhu! In 3, 2, 1. The richer while the poor all took a hit, and his friends were all in jail, and he lost all of his rights, and the people were divided, and the earth wasn't even fit for life, and he wanted to go back, but by then it was too late, because stupid followed evil, and that was nowhere to escape. Cause stupid followed evil, and that was nowhere to escape. Moin Leute und willkommen bei den Pooper Boys, dem besten Review-Channel für Gaming-Booster. Im deutschen Internet. Weltweit. Hey. So, ja. Wir haben hier was bekommen. Endlich mal wieder Gamers Only. Mhm. Es war ja quasi gar nicht mehr da, gefühlt. Genau, nicht mehr Existenz. Ne? Die letzte Sorte ist ja schon ein bisschen was her. Ja. Und jetzt haben wir endlich wieder was und da habe ich mich heute sehr drüber gefreut, weil Gamers Only ist immer ein Garant für gute Qualität. Wie schon, ja. Gab es nur ganz wenige Ausfälle. Kaffee und so weiter, aber das ist ja alles und schon. Der Energy, ne? Aber Energy. Sonst war eigentlich immer alles gut. Bisher gut, ne? Ja. Richtig klasse, ne? So, wir haben richtig viele Dosen gekriegt. Riesiges Potpourri. Ich zeige euch das auch mal. Sorry. Hier, schaut mal, da richtig viele Dosen drin. Und das zwei Varianten. Und zwar ist das die sogenannte Quantum-Edition. Ich zeige euch das mal. Schaut mal, so ist die Variante mit Koffein. Quantum. Und das ist die Quantum mit only Vitamin, also ohne Koffein. Da steht auch noch drauf, Birthday Edition. Birthday Edition auch noch. Ja, herzlichen Glückwunsch. Ne? Glückwunsch! Der Gamers Only ist ein paar Jahre jetzt alt. Ich weiß gar nicht, wie alt sind die denn? Weiß ich gar nicht. 3 oder 4? Du jetzt 40. 2019 vielleicht? Vielleicht 2020. Ja. Ich weiß nicht. Ja. Ich habe das leider nicht im Kopf, aber schaut her, sieht schön aus. Glitzert auch ein bisschen. Glitzert, ne? Glitzern ist immer gut. Aber nur bei der Dings. Das sind mehr Glitzer hier bei der Vitamin-Variante. Ja, ja, klar, weil das andere ist hier mit Sterne drauf. Ja, ja. Das ist wie bei Krieg der Sterne. Ich bin mega gespannt. Also cool. Kiwi-Limette klingt wie ein cleaner Geschmack. Weil es ist ja mal wieder, sonst waren das immer so einzelne Geschmäcker. Jetzt mal so ein Misch. So ein bisschen Misch. Ja, ja, also, ich bin auch gespannt, gerade jetzt bei der Kiwi. Ich rede heute ein bisschen komisch, ich habe eine Verletzung an der Zunge. Ja, zu viel geleckt, ne? Lecksteine. Lecksteine. Ich habe so einen Salzstein zu Hause. Für mein Stein Salz, geleckt, ja, für mein ja. Salzhaus, weil ich mir sonst salzfrei ernähre. Ne? Ja, natürlich. So. Salzstein. Naja, okay, dann würde ich sagen, machen wir mal. Welche möchtest du haben? Koffein natürlich, ne? Machen wir die Koffein. Ich brauche richtig jetzt Power. Ich bin persönlich nämlich ganz oft die Vitamine. Also die Vitamine. Zack, zack. So, auf hier. So. Schluss, alles hier. Oh, kann schon wieder nichts. Und einen Shaker mir rüberreichen. Ja, na klar, hier bitte. Für das Eis aus der Eismanufaktur. Ja. Aus dem Gletscher geschlagen. Aus dem Gletscher. Gletschereis. Klar. Ja, was ich hab immer, Österreich. Aber immer noch nicht das Fidschi-Wasser gekauft. Immer. Das wollte ich ja immer noch mal machen. Das ist schade. Kostet nur 3 Euro die Flasche. Für 500 Milliliter. Oh, da riecht sich schon anders. So. Also für die Leute, das ist das Pulver. Oh. Ups, da ist ein bisschen Pulver rausgefallen. Ei. Naja, das ist das Pulver. Wenn ihr mal gucken wollt, das ist das Pulver, wie Pulver halt aussieht. Ne? Aber manche Leute interessiert sowas. Ah. Kennst du euch noch Coolio? Ja, klar. Der Rapper? Ja, ja. Das waren noch die glorreichen Zeiten damals. Ich sehe wie heute. Emo-Rap. So, also Pulver, ja. 1,5. Schön rein da. Das muss das tun, ne? Ach nee, das ist hier anders. Das mag ich ja. Ja, nee, das ist bei denen ja anders hier wieder. Vermisst ja die alten, schönen Gamers-Uni-Wäsche. Ja, das war schön. Diese großen. Zum Aufdrehen, ne? Diese schönen, dicken. Damals auch den Monte-Shaker.
Hier, mit Code Bullerboys könnt ihr ja 15% sparen. Wow! Ja. Klasse! Falls euch die Sorte interessiert, ne? Ja, macht das bitte, dann könnt ihr uns auch mit. Denk mal, das Video kommt noch nach dem Release raus, ich glaube 26. September. Jetzt kommt wieder ganz viel auf einmal. Ja, ja. Jetzt war so ein bisschen flauter, ne? Ja, und jetzt kommt. Aber jetzt ja, geht Richtung Weihnachten, ne? Dann werden nochmal die Budgets Die Budgets. Wann kommt denn der Gamers Only Adventskalender? Bei mir auch, ne? Wann kommt der Metallshaker? Ja, das wäre mal eine Frage, weil der Metallshaker kommt. Das würde mich nämlich persönlich auch mal interessieren. Ich fand den immer sehr schön. So, Gläser wäre cool. Ja. Chef. So. Ich sag mal zum Dönermann dann, hey Chef, wie das Gleiche. Sehr gut, immer wenn ich da reinkomme, so, hallo Chef. Ja. Hallo Chef. Ja. So toll. Ah, herrlich. So, Prost. Bin mir auch spannend. Dann, ne, auf den Geburtstag. Mhm. Wie schmeckt eine Kiwi? Ja, war auch gerade überlegen, was jetzt der dominantere Geschmack ist, Limette oder Kiwi. Ich würde sagen Limette. Limette eher, ne? Mit so einem Hauch Kiwi. Ja, aber die Kiwi, also die musst du dir aber auch einbilden, ne? Mhm. So ein bisschen, wenn du ganz ehrlich bist. Da steht es da drauf. Auch alles eine Kopfsache, ja, ne? Kopfsache. Ist so. Eigentlich schmeckt das alles gleich. Ja, ja. Aber weil das auch. Bild, hat unser Lehrer damals gesagt, auf Jungjungnudeln schmeckt alles gleich. Nur das Bild macht den Geschmack. Ja, ja. Naja. Jungjung. Schmeckt aber eigentlich ganz, auf jeden Fall wieder solider Gamers-Only-Geschmack. Lecker ist es. Ja. Aber ich hätte Kiwi, also meine Kiwi-Erfahrung sagt dir das folgende. Bestimmt seit 10 Jahren, nicht mehr früher, als ich Kiwi war. Dann durfte ich eine Kiwi, die waren dann in, das waren harte Kiwis, in Scheiben gestellt. Und die waren wirklich sauer. Das hast du hier nicht, ne? Nee, das hast du hier nicht. Du hast hier eine süße. Gibt es süße Kiwis, so gelbe Kiwis oder sowas? Ach, gibt es doch auch, ne? Gelbe Kiwis? Stimmt, ja. Also ich glaube, das... Alles, ihr wohnt im Busch. Ich glaube, das geht mehr in diese Richtung. Jetzt nicht dieses grüne, saure, sondern eher so ein süßliches. Ja, ein bisschen süßlicher mit so einer Limette. Die Limette kriegen die aber halt immer gut hin. Das ist ein schönes Getränk. Wäre für mich jetzt kein Gold. Würde ich auch nicht sagen. Ich würde auch Silber sagen. Genau. Aber wirklich solider Gamers Only Geschmack. Kann man sich immer drauf verlassen. Und für mich auch eher eigentlich schon noch so eine Sommersorte. Ne? Jetzt ist ja eher schon Ende. Also du hast auf jeden Fall Anfang Herbst. Was Frucht. Ich meine Zunge, wie gesagt, meine Zunge ist lecker. Aber du hast so was Schönes. Also so eine Säure hast du mit drin. Mhm. Aber nicht ganz so sauer. Leicht süßlich, aber auch nicht zu süß. Nicht zu extrem. Das ist halt immer das Schöne. Ne? So, wie gesagt, ist ein guter Geschmack. Aber wir können davon ausgehen, dass wahrscheinlich spätestens im November nochmal 30 Grad wird. Ja, heutzutage im Sinne des Zeitalters des Klimawandels. Ne? Kann man auch Weihnachtenwandel. Stimmt, ist recht. Klimawandel. So von der Grünen ausgedacht. Ja, das ist nicht so nur für Heizungs. Ja, ja. Für Heizungs. Habeck. Die Dokumente habe ich gesehen. Ja, die Dokumente habe ich auch gesehen im Instagram-Kanal vom BVB. Genau. WhatsApp. Ja, WhatsApp, ja. WhatsApp, dieser Channel. Ja. BVB wurde mir vorgeschlagen. Ja, mir auch. Wir haben allen den gleichen Channel. Wenn ihr auch noch einen WhatsApp-Purboys-Channel haben wollt, dann sagt Bescheid. Wir richten den gerne ein, ne? Ja, das machen wir sehr gerne. Dann könnt ihr alle da joinen und dann verteilen wir da immer unsere Verschwörungstheorien. Ne? Volle. Ja, klar. Oder ich fotografiere die Lokalzeitung ab. Dann brauche ich nicht einen Einstellungstest, sonst kommt er nicht rein. Ja. Ist da so ein Dings ausfüllen, so eine Umfragebogen? Ich bekomme ja zurzeit wieder Lokalzeitung, ne? Echt? Gratis. Oh. 2 Wochen lang. Wahnsinn, die Artikel. Ist richtig geil. Ja. Zum Beispiel letztens hat irgendwer Sparer gespendet. Oh. Immer springe. Wahnsinn. Und wenn ihr wollt, dann kann ich euch die abfotografieren, dann müsst ihr die nicht kaufen. Ja, ja. Schicke ich die in die WhatsApp-Gruppe. Ja, ja. Die ganzen interessanten Artikel. Kann ich auch noch mal von meiner Mutter mitbringen. Die Zeitung kann man ein bisschen Artikel lesen im Video. Ich hab alles da. Wir können, 2 im Blatt. Ne, nächste Video, die nächsten ganzen nehmen wir, machen wir schön. Das Felixische Volksblatt. Nee, auf jeden Fall können wir auf jeden Fall gute Silber sagen. Und, ja. So an sich ist lecker. Ist jetzt für mich jetzt nicht Laser-Level oder Sherry. Ja. Also keine oder halt den Whiteberry, der letzte war auch geil. Der war auch richtig gut, ja. Der war richtig geil. Hab ich jetzt noch getrunken als Vitamin. Ja. Ja, schreibt mal in die Kommentare, habt ihr Bock auf Kiwi Limetti? Limetti. Limetti Kiwi. Limetti Kiwi. Oder Kiwi Lime, wie es da drauf steht. Das wollte ich sagen, ja, wenn euch das Video gefallen hat, würden wir uns mal einen Daumen nach oben freuen. Ja. Kommentar, Discord, Glocke läuten. Dies, das. Und Code Purboys benutzen für 15% Rabatt. Richtig, da könnt ihr ein bisschen was sparen und tut uns was Gutes, damit wir weiter für euch Videos machen können und nicht... Dass wir uns wieder ein neues iPhone bestellen können. iPhone. Ja, auf jeden Fall. Ich würde sagen, sehen wir uns im nächsten Video schon wieder. Und in dem Sinne, wieder schauen und reinhauen.